Ajo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story, unserer großen Plattmach-Aktion hier. Ja, wir sind ja schon ziemlich weit. Also wir haben in der letzten Folge unsere Steine, unsere Stockpiles, gut gefüllt mit Stein. Und sind jetzt dabei, hier einmal die Line durchweg leer zu machen. Einfach damit wir sie auch auffüllen können. Deswegen haben wir uns die Steinvorräte besorgt. Damit die hier ihren Steinbruch weghauen können. Und die ihr hier ihren. Und ja, ich habe mit römischen Ziffern hier versucht zu nummerieren. Bis zu 3 ging es noch gut. Die 4 geht noch einigermaßen. Die 5 sieht etwas komisch aus. Hätte ich wahrscheinlich schöner hingekriegt. Mit Einzelsteinen, wenn ich einfach normale Ziffern genommen hätte. Oder sogenannte Achterblockziffern. Dann wäre das hier eine 1. Das hier eine 2. Auch wenn das so ein bisschen komisch aussieht. Mit der 8 Segmente. Das wäre eine 3. Und ja, und so weiter. Gut, aber jetzt müssen wir erstmal für die Jungs einen neuen Steinbruch planen. Die sind ja schon bald durch mit ihrem aktuellen. Auch das, aber jetzt will mich das hier schon wieder veralbern. Machen wir so und wenig noch mal aus, weil jetzt dürften wir nur hier eins runtergehen. So, dann haben wir die richtige Höhe. Der Steinbruch ist ready, dass die dann gleich da anfangen können. Anfangen. Der da kann nämlich weg. Und ja, die brauchen noch ein bisschen, bis sie den abgetragen haben. Die sind ja auch nur zu siebt. Und die sind halt zu acht. Thank you.
Naja, so gesehen sieht das schon recht gut aus, was wir hier haben. Nur bei der Dunkelheit sieht man es halt nicht so gut. Die wahrscheinlich noch schlechter, weil YouTube noch nachdunkelt. Und ja, ich hätte gern Gamma ein bisschen hochgedreht in-game selber, aber leider gibt's kein Gamma. Also jedenfalls habe ich nie eins entdeckt. Nee, Instant Build Mode brauchen wir nicht. Pause Daytime, das wäre nicht schlecht gewesen. Naja, wie gesagt, hier den Options in den Settings ist einfach nichts. Weder bei der Grafik. Da ist nur die Fog of War Opacity, aber die bringt uns in einem Sandbox-Spiel nicht, weil es keinen Fog of War gibt. Und Gameplay ist auch nichts. Müssen wir halt alle danach leben. Ach ja, das schöne Geräusch von grabenden Quicktorns. Oh, die haben hier schon ein Stückchen runter. Naja, hier haben sie halt den Vorteil, dass durch die Rampe es kein Massivblock ist, anders als der nächste halt wieder. Wobei hier auch wieder der Vorteil ist, ja, dass hier eine Ecke fehlt. Und die Einschlafmusik kommt.
Okay, noch zwei Schichten hier. Können wir hier die nächsten machen? Also wenn sie unten ab mit der letzten anfangen. Haben das ja alles richtig gesetzt, oder? Mhm. Ja, leider kann ich auch gerade nicht viel sagen. Ich kann ihn also nur beim Kram zusehen, während ich am Überlegen bin, was wir nebenbei noch machen könnten, um uns die Zeit totzuschlagen. Weil mit Häusle bauen hatten wir uns ja schon beschäftigt. Ich wüsste, was ich noch machen könnte. Gucken, wie man eine hübsche Treppe baut. Also eine mehrschichtige Treppe. Also ich verrate noch nicht genau wofür. Aber die werden wir nachher auf jeden Fall brauchen. Okay. Okay, mein Plan war eigentlich so, Treppen zu haben. Nachher. Also mit zwei Mauern links und rechts. Und dann so eine Doppeltreppe zu bauen. Nee. Oh, wir brauchen ja nicht mal so weit gehen. So, das war so meine Idee. So machen wir sie noch massiv. So. Ah. Oder doch nur so vielleicht? Auf jeden Fall will ich die Treppe getrennt haben. Wäre aber auf jeden Fall eine Idee. Gut, die sind jetzt so weit angekommen, dass wir hier den nächsten Quarry planen können.
Oder in Auftrag geben, besser gesagt. So. Und so. Gut. Oh, und ich habe vergessen, bei dem hier den Dings zu drehen. Bei der hier habe ich die Leiter vergessen, also die Treppe vergessen zu drehen. So, die sind fertig mit dem, also können sie sich gleich an den nächsten machen. Eigentlich für eine solche Treppe reicht sowas hier. Weil das soll dann eben hier an die Mauer sozusagen anschließen. Habe ich vor. Halt trotzdem hier links und rechts. Und ein bisschen mit Überdachung möchte ich es auch gerne machen. Mal gucken, reicht das? Ja, natürlich nicht. Das heißt, wir müssen schon das Ganze voll ausnutzen. Hätten wir dann